kannst du mit der bloßen Auswahl deiner Worte Menschen beeinflussen. Das von einem praktischen Tipp, wie du mehr Wirkung in deiner E-Mail-Kommunikation erreichst, erfährst du heute. Psychologie der Worte von Marian Zefferer. Liebe Menschen, das ist die 50. Podcast-Folge. Wenn du da schon länger dabei bist, vielen Dank für deine Treue. Und wenn du ein neuer Abonnent bist, dann sage ich jetzt schon Dank fürs Abonnieren. Und deswegen auch das Thema heute, Priming mit Sprache, mit Worten. Ich meine, darum geht es ja in diesem Podcast. Und die Folge 50 ist da sehr gut geeignet, dieses Thema näher zu beleuchten. Und damit du wirklich das gut verstoffwechseln kannst, habe ich ein Experiment mitgenommen. Aber ganz wichtig, bei diesem Experiment muss man mitmachen. Wenn du jetzt nicht mitmachst, funktioniert es danach auch nicht mehr. Das ist eines dieser Experimente, wo man durch Unwissenheit eine Erkenntnis gewinnt. Und wenn du nur zuhörst und nicht mitmachst, dann hast du diesen Effekt nicht. Sagst vielleicht, das funktioniert bei mir gar nicht. Und dann ist es schade. Das heißt, wenn du nicht laut sprechen kannst jetzt, dann pausiere diesen Podcast und mach das später. Weil das Einzige, was du dazu machen musst, ist ein paar Mal laut ein Wort aussprechen. Und das musst du mehrfach machen. Und nur dann funktioniert es. Okay, bist du bereit? Dann, welche Farbe hat dein Blut? Sprich es laut aus. Und jetzt sagt es ganz, ganz oft hintereinander. Blut, 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 Blut. Welche Farbe hat dein Blut? Sag es nochmal. Nochmal laut aussprechen. Bei welcher Farbe geht man über die Ampel? Rot. Genau. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich bei Grün. Also, wenn du wirklich mitgemacht hast, und ich habe das schon im Seminar gemacht, wo wir alle gleichzeitig im Chor sprechen mussten, dann machen auch wirklich alle mit. Und tatsächlich, der Chor sagt Rot. Und natürlich geht man bei Rot nicht über die Ampel. Aber warum ist es so? Und das hat mit Priming zu tun. Was ist jetzt Priming? Priming meint Vorwarnung. Das heißt, durch einen Reiz wird ein zukünftiger Reiz anders verarbeitet. Und dadurch, dass wir über die Farbe Rot gesprochen haben, über Blut gesprochen haben, welches ja rot ist, wird jetzt Farbe und Rot gebahnt. Und jetzt frage ich etwas über eine Ampel. Eine Ampel kann grün sein, gelb sein oder eben rot. Und dadurch, dass Rot gerade geprimed wurde, ist es sozusagen näher in deinem Gedächtnisinhalt und kommt schneller raus. Und jetzt wichtig, dieses Experiment funktioniert nur, wenn du mitgemacht hast, wenn du es laut gesagt hast, auch um diese Bahnungswirkung zu haben und vor allem auch, wenn es schnell geht. Ja, also wenn es jetzt schriftlich passiert, sagen die Leute, was ist denn das für ein Blödsinn? Ja, das kann nicht funktionieren. Weil beim Schriftlichen, da hat man Zeit zu überlegen, nachzudenken, da ist dieser Priming-Effekt dann schwächer, weil man ja sozusagen auch dann nochmal weiter darüber hinaus nochmal nachdenkt. Das heißt, diese Bahnung, die wir hier gemacht haben, betrifft das, dass wir dann eher an das Denken. Jetzt kann man sagen, es ist ein banaler Effekt. Und dieser Effekt hat aber nicht nur auf unsere Sprache, sondern auf alles mögliche Auswirkungen. Ich gebe dir zwei Studien in die Hand, um das deutlich zu machen. In einer Studie wurde ein Text gelesen und danach haben die Teilnehmer ein Video gesehen. Und in diesem Video sollten sie einschätzen, wie schnell geht dieser Mensch. Und da gab es zwei Gruppen und in einer Gruppe wurde der Mensch schneller eingeschätzt und in der anderen Gruppe langsamer. Und woran lag es? In der ersten Gruppe, das war der identische Text, nur dass das Tier, in dem es um diesen Text ging, ein Gepard war. Also ein sehr schnelles Tier, ein Gepard. Und in einer anderen Gruppe, wo die Leute den Menschen langsam eingeschätzt haben, selber Text, nur dass da mehrfach das Wort Schildkröte vorkam. Das heißt, wenn wir geprimed werden mit Schildkröte, dann nehmen wir tatsächlich, unsere Wahrnehmung verändert sich im wahrsten Sinne des Wortes, wir nehmen andere Menschen langsamer wahr. Oder eben schneller, wenn wir das andere haben. Ein noch viel krasserer Effekt ist, dass in diesem Studio wurde es folgendermaßen gemacht, da haben die mehrere Sätze bekommen und diese Sätze die waren durcheinander. Ne? Das heißt, das war noch kein richtiger Satz, man sollte einen richtigen Satz daraus bilden, man musste alle Worte verwenden, um einen Satz daraus zu bilden. Ja, das waren so Worte wie Grau, Gehstock, Florida, Glatze, Rente und man sollte da einfach, ja, der, Glatze, die, Rentner oder wie auch immer, man sollte mit diesen Worten einen Satz bilden. That's it. Und dann gab man das Ganze ab. Und da gab es auch wieder zwei Gruppen. Die erste Gruppe hatten die Worte, die ich dir genannt habe, und die anderen hatten neutrale Worte. Und das Spannende, was jetzt gemessen wurde, ist die Zeit, die diese Teilnehmer gebraucht haben, um reinzukommen bei der Studie und genau denselben Weg, um das abzugeben, um wieder rauszugehen. Und tatsächlich, wenn sie Worte sortieren mussten, wo Grau, Gehstock, Florida, Glatze, Rente vorkam, dann sind sie signifikant langsamer gegangen. Jetzt muss man kurz zu Florida dazu sagen. Florida gilt als das Rentnerparadies. Also ganz leicht wird da auch das Thema Rentenalter und Alter generell geprimed. Das heißt, wenn ich über die Worte Grau, Gehstock, Florida und so weiter nachdenke, und das muss ich tun, wenn ich die sortiere, dann wird Alter geprimed und ich bewege mich selbst langsam. Also nicht nur meine Wahrnehmung verändert sich, sondern ich selbst verändere mich und zwar wahrnehmbar, messbar.
Ist das nicht ein wirksamer Effekt? Also was es überhaupt bedeutet für die Wahl deiner Worte? Es gibt ja dieses wunderschöne Zitat, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu deinen Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu deinen Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden zu deinem Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird zu deinem Schicksal. Oder um es von dem Autor des Dschungelbuchs, also Joseph Kipling, zu sagen, Worte sind die mächtigste Droge, welche die Menschheit benutzt. Wie kannst du dieses Wissen jetzt praktisch für dein Leben nutzen? Nehmen wir an, du formulierst eine E-Mail und die schreibst du runter, vielleicht überliest du das nochmal. Und gerade wenn es jetzt eine wichtige E-Mail ist, dann lade ich dich ein, als praktischen ersten Tipp mit dem Priming-Auge darüber zu schauen. Das heißt, du liest dir diese E-Mail durch und fragst dich, welche Assoziationen lösen die Worte aus. Also zum Beispiel, wenn du sowas sagst wie, ich möchte nicht mit der Tür ins Haus fallen. Naja, mit der Tür ins Haus fallen, was löst es aus? Es ist übergriffig, es ist schnell, es ist ruppig. Eigentlich ist es nicht sehr schlau. Also wir können mit dem nicht primen. Ja, also das heißt, egal was du sagst, das löst etwas aus. Aber zu sagen, ich sage das jetzt nicht, löst trotzdem den Priming-Effekt aus. Ich hätte auch sagen können, welche Farbe hat dein Blut nicht? Sag jetzt nicht Blut. Ja, also auch da hätte man das primen können, weil um das Wort zu verstehen, ist automatisch dieser Vorwarnungseffekt da. Das heißt, auch da ganz klar, die E-Mail-Kommunikation sagt das, was du wirklich sagen möchtest. Und dann kannst du im zweiten Schritt, zweiter Tipp, weitergehen und dich fragen, okay, was lösen denn diese Worte aus? Ja, und dann wirklich mal bei einer oder anderen Stelle vielleicht ein Synonym zu verwenden, weil du merkst, dass manche Worte, naja, klar, das ist passiert, das muss man sagen, aber vielleicht gibt es ein besseres Wort. Und diese Übung, wenn du das tatsächlich mal, also das Gute beim geschriebenen Wort ist ja, wenn du das hier optimierst, ja, Folge Denken, das hatten wir vor 2-3 Folgen, wie du denken lernen kannst, wie du besser denken kannst, diese Texte auch zu optimieren, sich anzuschauen. Klar sagen viele, ja, es ist ja banal, E-Mail-Kommunikation, ja schon, aber wenn du das öfters machst, schulst du deinen Geist, auf Worte zu achten. Und das ist der Schlüssel, der Key, um wirklich die Psychologie der Worte zu nutzen. Also ich kann dir das nur empfehlen, mit so etwas Einfachem wie E-Mail-Kommunikation anzufangen und Schritt für Schritt diese Dinge zu optimieren. Also fassen wir zusammen. Punkt Nummer 1, Priming heißt, dass gewisse Gedanken gebahnt werden und dadurch werden wir ein klein wenig beeinflusst. Das hat jetzt nicht den Mega-Effekt. Es ist jetzt nicht so, dass wenn jetzt jemand vorher tiefselig betrübt ist, durch diesen Priming-Effekt dann sofort hochgradig verknallt oder verliebt ist. Aber es hat kleine Effekte, die wir messen können, wo es zigtausende Studien gibt, na, viel mehr noch sogar. Ja, auch da, einige davon sind nicht reproduzierbar, aber aufgrund dessen der Masse der Studien ist ganz klar, dass dieser Effekt existiert und der in allen möglichen Bereichen existiert. Also nicht nur in der Langsamkeit, wie diesen zwei Studien, die ich dir genannt habe, sondern wirklich in vielen, vielen Bereichen. Dieser Effekt ist unbewusst, aber er wirkt. Und deswegen nutze deine Worte weise. Mark Twain sagt dazu, große Macht übt das richtige Wort aus. Immer wenn wir auf eines dieser eindringlichen, treffenden Worte stoßen, ist die Wirkung physisch und geistig und blitzartig spontan. Was machst du jetzt, wenn du dich sprachlich auf das nächste Level begeben möchtest, wenn du da wirklich richtig gut werden möchtest? Also der Schlüssel ist auch hier natürlich üben. Und eine Möglichkeit, es leichter zu machen, ist einfach, indem du mal schreibst an wortmagie@marianzefferer.at, also Wortmagie und dann einfach mein Name, Marian Zefferer, zusammengeschrieben.at. Ist auch alles in den Shownotes, meine E-Mail-Adresse und diese Dinge. Und es ist nämlich sehr unterschiedlich. Also es gibt ja viele Möglichkeiten. Du könntest zum Beispiel, wenn du bessere Fragen stellen möchtest und generell so ein bisschen Sprache demystifizieren lernen möchtest, ist zum Beispiel eine NLP-Practitioner-Ausbildung vielleicht was. Wenn du mehr im Bereich Hypnose erfahren möchtest, gibt es auch einige Angebote. Hypnotische Sprachmuster, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor hier im Bereich des Primings. Oder ich habe auch eine Storytelling-Ausbildung. Also auch das ist etwas, wenn du bessere Geschichten erzählen möchtest. Oder die Online-Didaktik-Ausbildung, wenn du auf der Bühne, vor allem als Online, besser performen willst, auch mit deiner Sprache, auch mit deinem ganzen Habitus. Da geht es natürlich dann auch um alles, nicht nur um die Sprache. Also kurzum, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Wir haben eine Live-Coach-Ausbildung, wo ich einige Module mache. Wir haben ganz, ganz vieles. Und wenn du sagst, hey, das ist irgendwie spannend, ich würde gerne mehr wissen, dann schreib mir einfach. Ja. Du kannst natürlich auch unseren großen Fundus an Wissen durchforsten, aber vielleicht willst du einfach einen direkten Tipp oder eine direkte Idee, dann schilderst du mir einfach, was du genau brauchst und möchtest, dann kann ich dir sagen, ja, haben wir oder haben wir vielleicht auch nicht, kann ja auch sein, dass wir das gar nicht bedienen, was du brauchst.
Und ja, wenn wir das bedienen, freue ich mich. Dann schreib mir einfach an wortsmagie@marianzeffra.at. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao dir. Tschüss. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch direkt diesen Podcast. Oder noch besser, empfehle ihn Freunden, diskutiere mit ihnen, damit du auf einer viel tieferen Ebene lernst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann schau doch auf meinem persönlichen Telegram-Kanal t.me/Selbstbeeinflussung vorbei. Dort findest du auch die Community und vieles mehr. Wenn du noch tiefer in die exzellente Kommunikation einsteigen möchtest, dann schau auf unsere Webseite landsiedel.com vorbei. Es ist auch alles in den Shownotes verlinkt. In diesem Sinne wünsche ich dir noch viele magische Begegnungen mit dem Wort. In der nächsten Folge ist es 2 Tage vor Weihnachten und deswegen handelt die nächste Folge von der Weihnachtsgeschichte. Eine Geschichte, die du an Weihnachten vorspielen kannst oder die du dann selber nochmal nacherzählen kannst. Eine Geschichte, die für mich für Weihnachten steht und zwar nicht im Sinne von, dass es da Geschenke gibt, sondern den spirituellen oder den geistig höheren Horizont von Weihnachten. Um den geht es in der nächsten Geschichte, also am besten gleich abonnieren und nicht verpassen.